Das ist Maja Dressler, 15 Jahre. Zusammen mit ihrer Mutter und den Geschwistern Timo und Sarah verbringt sie 2 Wochen im Jugendhospiz Löwenherz. Also bei Maja ist es komplett unklar. Also die kann 90 werden, die kann 100 werden. Und es kann auch sein, dass sie an einem ganz kleinen Infekt plötzlich verstirbt. Also die ist, da wir nicht genau wissen, was ursprünglich mal passiert ist, als sie 2,5 war, ist es jetzt nicht irgend so eine progrediente Erkrankung, wo man sagt, hier, es ist absehbar, in den nächsten Monaten werden sich die Parameter alle so verschlechtern, dass sie sterben wird. Sondern ich denke, es wird einfach so kommen, wie es kommt. Das haben wir nicht in der Hand. Maja wohnt in Tokio, einem der 8 Pflegezimmer für todkranke oder schwerstbehinderte Jugendliche, und wird rund um die Uhr versorgt. Es ist wie Urlaub, auch wenn es natürlich ein Urlaub fernab der eigentlichen Realität ist, weil so viel Entlastung habe ich natürlich in einem Urlaub normalerweise nicht, aber es ist natürlich wie ein Urlaubsgefühl. Sogar ein Bewegungsbad gibt es im Hospiz. Ein Ort zum Entspannen und Wegträumen. Die Wärme des Wassers löst die Spastik, dass ganz vorsichtig im Wasser hin und her bewegt werden, löst halt auch die meistens auch so Kontrakturen, die die Kinder und Jugendlichen in der Zwischenzeit bekommen haben, nämlich dass sie sich so einseitig bewegen oder auch, dass sie halt einfach durch die Kontrakturen der Muskulatur dann einfach sich so verbiegen. Insgesamt 28 Tage im Jahr können unheilbar kranke Jugendliche im Alter von 14 bis 24 Jahren ins Jugendhospiz Löwenherz kommen. Gerade bei den Jugendlichen, die wir hier begleiten, die sind ja oftmals schon viele, viele Jahre sehr krank und auch oft sehr eingeschränkt. Und dann ist dieser Switch vom Kind sehr abhängig sein, vom Jugendlichen weiterhin von der Pflege sehr abhängig sein, manchmal ganz schön schwierig umzusetzen. Und das versuchen wir hier sowohl miteinander, aber auch mit den Familien halt gemeinsam zu entwickeln, die Jugendlichen als Jugendliche und junge Erwachsene wahrzunehmen und auch entsprechend zu begleiten. Bisher sind 388 Kinder und Jugendliche in Löwenherz begleitet worden. 158 von ihnen leben inzwischen nicht mehr. Und manche von ihnen sind auch direkt hier im Hospiz gestorben. Wir sind ein Hospiz. Das heißt, das Thema Sterben, Abschied, schwere Erkrankungen ist natürlich immer Thema. Aber wir leben ein Stück damit. Und ich glaube, dadurch, dass wir so sehr ausgerichtet sind aufs Leben, ist einfach erstmal das Leben hier im Vordergrund. Ich habe nie mich gefragt, warum ist mir oder uns das passiert? Weil das ist jetzt nicht für mich, ich bin jetzt nicht so, dass ich sage, das ist göttliche Fügung, aber für mich ist es immer so, wo ich sage, das habe ich nicht in der Hand. Also ich habe einfach total viel Vertrauen in das Leben. So. Und ich weiß auch, dass wenn Maja mal gehen wird, wird mir das Herz zerreißen, aber ich kann ihr auch wünschen, dass sie vor uns geht, weil ich glaube, dass das gut wäre. Also doof das klingt.